Guten Abend, willkommen zur Buga-Woche bei ZIP. Heute macht Susanne Station in Premnitz. Worauf dürfen wir uns denn da freuen, Susanne? Ja, guten Abend, liebe Zuschauer hier aus Premnitz. Das ist ja ein eher kleinerer Buga-Ort, aber trotzdem wunderschön, weil der große, große Pluspunkt von Premnitz ist, dass es tatsächlich direkt die ganze Uferpromenade an der Harfe gelegen ist. Und da wurde im Vorfeld der Buga ein toller Grünstreifen, hier eine richtig große Fläche mit tollen bunten Blumen erbaut, sodass die Anwohner, die gleich hier, können Sie mal gucken, nebenan in den Wohnungen, in den Plattenbauten wohnen, die haben einen tollen Blick vom Balkon runter. Also wenn nicht vielleicht sogar der beste Blick von ganz Premnitz, 1A-Lage. Und apropos Grün, bei uns können Sie sich nachher auf den Pflanzendoktor schlechthin freuen. Wir werden ihn mit Fragen löchern rund um Pflanzen und Schädlinge und alles, was damit zu tun hat. Schicken Sie uns Ihre Fragen über Facebook. Wir sind gespannt. Danke, Sanne. Es klingt spannend. Bis gleich. Und ja, die Pfingstfeiertage sind auch eine wunderbare Gelegenheit, endlich mal zur Bundesgartenschau, zur Buga zu fahren. Und das natürlich entspannt mit dem Zug. Doch wie soll das gehen, wenn die Lokführer streiken? Und was heißt das für die Besucherzahlen? Susanne, machen sich die Veranstalter schon Sorgen? Ja, diese Frage, Uwe, gebe ich am besten mal gleich weiter an die Pressesprecherin der Buga, Amanda Hasenfuß. Schönen guten Abend. Ja, viele Besucher setzen natürlich auf die Bahn, wenn sie auf die Buga kommen wollen, gerade am Wochenende. Wie viel Sorgen machen Sie sich da schon? Wir machen uns noch keine großen Sorgen. Das liegt einfach daran, dass wir davon ausgehen, dass insgesamt in der Durchführungszeit der Buga ungefähr 20% der Gäste mit der Bahn anreisen. Also von daher ist es relativ niedrigschwellig. Ganz viele kommen mit dem Auto. Wir haben ja auch riesige Parkplätze vorbereitet. Von daher sind wir jetzt noch nicht so erbost darüber, aber natürlich machen wir uns ein paar Sorgen. Welche Erfahrungen haben Sie überhaupt gemacht? Es gab ja jetzt auch schon mehrere Streiks in der letzten Zeit. Haben Sie davon was gemerkt? Ja, wir haben das ein bisschen gemerkt. Also wenn man jetzt auf die letzte Streikzeit guckt, die letzte größere, dann können wir so ungefähr feststellen, dass 10 bis 15% weniger Besucher da waren. Das ist so, sage ich mal, das Maß, was wir gemerkt haben. Jetzt haben Sie schon gesagt, also Bahn hält sich so ein bisschen in Grenzen, aber die Leute haben ja auch die Möglichkeit vielleicht, wenn sie jetzt nicht mit dem Auto kommen, mit dem Fahrrad zu kommen. Da gibt es eine tolle Option von Ihnen. Wo kann man sich da was ausleihen? Was kostet das und wann kann man das machen? Ja, wir haben einen guten Partner gewinnen können. Das ist die Fahrradstation. Die kommen aus Berlin. Die haben ein gutes Netz, Fahrradnetz, und die haben das auch erweitert in die Hafenregion hinein, extra für die Buga. Und es gibt an 3 verschiedenen Standorten die Möglichkeit, was auszuleihen. Fahrräder, normale Fahrräder und auch E-Bikes. Und die Stationen sind in Brandenburg an der Havel, in Rathenow und in Havelberg. Ja. Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Sind Sie auch mal mit dem Fahrrad unterwegs? So? Ja, ich bin auch mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe aber mein eigenes. Von daher brauche ich jetzt die E-Bikes nicht, beziehungsweise die Buga-Bikes. Aber das bietet sich einfach an in der Region auch, klar. Okay. Vielen herzlichen Dank, Amanda Hasenfuß, die Pressesprecherin der Buga. Also erstmal ja, Daumen hoch, würde ich sagen, für die Bahn und die Buga. Und wir kommen nachher nochmal zu Ihnen zurück. Dann mit dem berühmten Pflanzendoktor René Waders. Der wird endlich bei uns sein. Also bis später. Macht's aber auch spannend, Susanne. Dankeschön. Und so, und jetzt ist wieder Buga-Zeit hier bei ZIP. Susanne hat diese Woche keine Lust auf Studio. Sie will raus in die Natur und bitteschön, das kriegen wir doch hin. Wir berichten noch bis Freitag von allen 5 Buga-Stationen. Heute sind wir in Premnitz und das hatte ja lange Zeit vor allem das Image eines Industriestandortes. Susanne, wie passt das zusammen, Industrie und Buga? Ja, das passt wunderbar zusammen. Premnitz ist tatsächlich ein Industriestandort mit langer Tradition. Diese Stadt gelegen zwischen Brandenburg an der Havel und Rathenow. Die Uferpromenade, an der ich hier gerade stehe, das war damals der alte Kohlehafen. Also hier kamen die Lastschiffe an, hatten hinten drauf die Kohle geladen, die die Stadt für die Energiegewinnung genutzt hat, bevor auf Öl umgestellt wurde. Und ja, seit den 60er Jahren, da wurde dann schrittweise, wurden die Flächen hier zu Grünflächen umgebaut. Und die Premnitzer freuen sich natürlich riesig, dass jetzt zur Buga nochmal eine Schippe draufgelegt wurde und alles so schön grünt und blüht. Und ich habe gerade eben Martha Marquardt aus Premnitz direkt hier bei ihrem täglichen Abendspaziergang angetroffen, oder? Ja. Wie gefällt es Ihnen? Sehr gut gefällt mir das, dass es gemacht wurde und dass das Geld dafür gekommen ist. Und man kann sich an der ganzen Flora und Fauna sehr freuen. Ja. Was haben Sie sich alles schon angesehen? In Rathenow war ich heute, in Brandenburg war ich schon am 18.
April schon wieder eröffnet wurde. Und heute bin ich jetzt noch extra hergekommen, ihretwegen. Oh, vielen herzlichen Dank, das freut mich sehr. Also schon ein alter Bugerhase, so ein bisschen, auch ja, noch 4 Wochen schon. Sie ist täglich hier, sehr schön. Und Sie können sich jetzt auch gerne hier nochmal umschauen, was es in Premnitz zu sehen gibt. Blumen, witzige Sitzgelegenheiten, Havelblick. Und Premnitz ist die Bugerstadt der Energie, vor allem der erneuerbaren Energien. Daneben gibt es den Pilzpavillon, den plündern Sie am Wochenende auch für die grüne Küche. Und an der Uferpromenade lädt das Band der Spiele zum Mitmachen ein. So, und hier ist er endlich, ich habe ihn lange angepriesen, René Waders, Pflanzendoktor aus Niedersachsen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie sind schon eine Weile hier, wurden schon umringt von Leuten und mit Fragen gelöchert. Haben Sie schon erste kranke Pflanzen entdeckt auf der Buga? Ich hoffe nicht, oder? Nein. Also alles gesund hier. Also wirklich alles gesund, nichts gefunden. Ich musste es mitbringen. Ja. So soll es sein. Pflanzendoktor, das ist ja jetzt kein üblicher Beruf. Wie sind Sie das geworden, was Sie sind? Also ja, das hat sich so entwickelt. Also ich bin 1997 irgendwie auf die Idee gekommen, dass man doch auch für die Pflanzen da sein kann. Es gibt also viele Ärzte für alles Mögliche, aber keinen Doktor für die Pflanzen. Und es gibt viele kranke Pflanzen und dafür bin ich da. Und ja, das mache ich und mache ich mit Freude. Sehr schön. Und Sie haben uns auch einiges mitgebracht, um zu zeigen, was denn im Moment so die gängigsten Probleme oder die häufigsten Schädlinge sind. Was haben wir da zum Beispiel? Ja, also ich zeige Ihnen mal hier einen Schädling. Also hier kann man das ganz schön erkennen. Ja, das ist eine Gespinstmotte am Pfaffenhütchen. Und das ist eine Gespinstmotte, die kommt nur am Pfaffenhütchen vor. Ja, und was mache ich damit, die weggeht? Ja, einfach so wie ich das hier gemacht habe, rausschneiden, ins Glas tun und warten. Nein, also einfach rausschneiden, wegschmeißen. Gut ist, wenn es wirklich akut wird und wirklich Überhand nimmt, dann kann man halt mit natürlichen Mitteln da entgegenwirken. Zum Beispiel mit dem Reinfahren Sud, das wäre eine Möglichkeit, den Strauch damit einsprühen und dann verziehen die sich. Ja, das mögen die nicht. Etwas, vielen Dank erstmal, worüber auch ganz viele Gartenbesitzer klagen, das sind ja diese üblen Nacktschnecken, die alles zerfressen. Was kann man da machen? Ja, also da habe ich was ganz, das nennt sich Jungfer im Grünen. Also sieht ein bisschen, man kann sich gar nicht vorstellen, so sieht die im Moment aus. Die muss leider noch wachsen, ganz, aber ich hätte da ein Foto, so wie die aussieht. Also so sieht sie dann mal aus. Sehr schön, sehr bunt, ähnelt so einer Kornblume. Und die wuchert in dem Garten. Ich könnte jetzt zum Beispiel in diesem wuchernden etwas Salatpflanzen reinsetzen und die würden dann nicht angefressen werden. Also die mögen das nicht. Die Schnecken mögen diese Pflanze nicht und damit kann man sie weglocken, vertreiben. Und das ist halt eine ganz schöne Sache, eine einfache Sache. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Erstmal jetzt sagen ganz viele Zuschauer wahrscheinlich zu Hause, das machen wir gleich. 18 Jahre sind Sie schon als Pflanzendoktor unterwegs, ein eher seltener Beruf, aber trotzdem gibt es wahnsinnig viel zu tun. Gucken Sie mal. Natürlich hat René Waders einen eigenen Garten, einfach und mit reichlich Platz. Daneben eine Art Feldlazarett für Pflanzen, die sich erholen sollen. Und bei deren Pflege hilft sein Jüngster immer kräftig mit. Hier habe ich immer Pflanzen, die ich irgendwo ausgegraben habe, die hier sich erholen können und die dann irgendwie noch mal eine zweite Chance bekommen. Doch Pflanzendoktor René Waders macht hauptsächlich Hausbesuche. Jeden Morgen werden die dafür nötigen Instrumente verstaut, mit Unterstützung der ganzen Familie. Seine Pflanzenapotheke im Transporter ist auf jeden Fall vorbereitet. Jeder Tag ist anders und die Fälle, die mir so entgegenfliegen, sind immer unterschiedlich. Also das von witzig bis dramatisch. Sein Spezialgebiet: Schädlinge und Pflanzenkrankheiten aller Art. In seiner Heimat Niedersachsen legt er für das Wohl der Gartenlieblinge jedes Jahr hunderte Kilometer zurück. Manchmal fährt er weiter, bis nach München, wenn es sein muss. Ich arbeite gemeinsam mit meinen Kunden. Die lieben ihre Pflanzen, das sind wie ihre Kinder und ich betreue ihre Kinder. Und das ist halt das Besondere daran. Die Wehwehchen sind schon von Natur aus ganz unterschiedlich. Mal muss er eine Blütenfäule behandeln, mal Blutläuse von einem Bonsaibaum vertreiben. Dieser Kugelahorn hat Mehltau. Da weiß René Waders ein altes Hausrezept, einsprühen mit einem Milchwassergemisch. Sein Motto: naturnah gärtnern, Nützlinge schonen, künstliche Pflanzenschutzmittel vermeiden. Einmal im Jahr hält er eine öffentliche Sprechstunde ab. Seine Gratis-Tipps sind dann wie immer begehrt. Der Pflanzenarzt weiß eben,
was unseren grünen Mitbewohnern gut tut. Ja, und die Gratistipps, die bekommen Sie jetzt auch von René Waders. Wir haben gestern schon aufgerufen, dass Sie uns Ihre Fragen schicken und das haben Sie auch ganz fleißig gemacht. Die ersten Fragen sind schon da. Zum Beispiel schreibt Marianne Ziegert, an ihren jungen Trieben und Knospen des Oleanders haben sich kleine gelbe Läuse festgesetzt. Was kann sie da tun auf natürlicher Basis ohne Chemiekeule, um die zu beseitigen? Also das ist die Oleanderlaus. Also hier habe ich die auch zufälligerweise wirklich mit. Also es ist wirklich zufällig. Also hier kann man ganz gut erkennen. Das ist eine gelbe Laus, die wirklich nur an dem Oleander vorkommt. Ganz einfach eigentlich zu bekämpfen. Also wenn ich zum Beispiel, ich könnte also einen Reinfahrensud machen, ich könnte mir einen Sud aus einem Brennnessel machen, das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte aber auch mit Schmierseife so in diese Art könnte sie dann vertreiben. Ja. Wichtig ist halt, die müssen nicht alle weg. Ja, das heißt, wenn da ein paar dranbleiben, ist das gar kein Problem. Dann kommen die Meisen, holen sich die eine oder andere Laus mit weg. Also das ist halt. Also der Oleander leidet nicht unbedingt darunter, aber man hat eben dieses klebrige, diesen Zucker aus. Die scheiden halt Zucker aus und das klebt am Boden und das mag man dann halt nicht so. Darum immer dafür sorgen, dass sie nicht überhand nehmen und dann ist das in Ordnung. Dann ist das nicht schlimm. An die Meisen ist auch noch gedacht, das finde ich gut. Wir schieben gleich noch eine zweite Frage hinterher von Bernd Heidemann aus Berlin. Der möchte wissen, die Schneeballblätter werden jedes Jahr von kleinen Würmern befallen. Er will sie spritzen, aber er weiß nicht, ob das gut ist. Ja, das sind bestimmt keine Würmer, das sind bestimmt Raupen, die dann dort eben an diesem Schneeball und die Blätter abfressen. Also richtig, das kann eine Wespenart sein zum Beispiel. Und die fressen die Blätter dann ab. Da kann man zum Beispiel auch, wenn man was Biologisches machen kann, mit einem Reinfahrensud diesen Strauch einsprühen und dann funktioniert das wunderbar. Ja. Das heißt, Reinfahren ist natürlich jetzt im Moment schwer zu bekommen, ja, weil er noch nicht wächst. Das ist ganz, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, einen Pulver zu kaufen, wo man sich das dann selbst anmischen kann. Ganz kurz noch der Kartoffelkäfer. Ja, den haben ja auch viele im Garten und der ist wahnsinnig lästig. Was kann man da machen? Also da empfehle ich eigentlich ein Neem. Also ein Neem-Produkt. Also das gibt es halt. Hier kann man den schön sehen, den Kartoffelkäfer. Also da gibt es halt so Neem-Produkte in so kleinen Fläschchen. Das löst man auf und dann wird diese Kartoffelpflanzen werden damit eingesprüht. Und dann hört der Kartoffelkäfer und die Larven sofort auf zu fressen. Und dann sterben die, also die sterben sozusagen aus, weil sie nicht mehr fressen, weil sie verhungern und können sich auch nicht mehr vermehren. Und das ist absolut ungefährlich. Also ich kann die Kartoffel ohne Probleme essen und ich tue sonst keinen anderen damit weh. Vielen herzlichen Dank. Fürs Erste haben wir die ersten Fragen schon mal beantwortet und Sie können uns auf jeden Fall die ganze Zeit noch weitere schicken, am besten über unsere Facebook-Seite und wir versuchen die dann zusammen zu beantworten. Dankeschön, Sahne. Bin gespannt, was da alles noch kommen wird und ich denke erstmal nach, was sind Schneeballblätter? Ich weiß es nicht, aber ich google gleich. So, und wir schalten jetzt gleich weiter nach Premnitz zur Bundesgartenschau. Dort gibt es ja heute eine ganz besondere Sprechstunde. Wir haben schon gesehen, die Pflanzendoktor-Sprechstunde von Gärtnermeister Andreas Waders. Viele Zuschauer haben sich inzwischen gemeldet und ihre ganz persönlichen Fragen gestellt. Susanne, was ist denn deine Lieblingsfrage bislang? Also meine absolute Lieblingsfrage, die kommt von Klaus Kronewitz aus Berlin-Reinickendorf und er fragt, was kann ich gegen die Unmengen von Giersch in meinem Garten tun? Und Herr Kronewitz, wenn Sie mich gefragt hätten, ich würde sagen, einfach den Giersch aufessen, weil er schmeckt auch super als Gemüse im Salat oder in der Suppe, aber mich fragt ja keiner und wenn Sie einen großen Garten haben, ist es auch schwierig. Also gebe ich die Frage weiter an Herrn Waders, was tun gegen diesen Giersch? Ja, also das ist schon schwierig. Das kommt darauf an natürlich, wo dieser Giersch steht. Also normalerweise würde ich sagen, eine Grabegabel nehmen, ja, schön alles auflockern und diesen ganzen Giersch absammeln. Ich denke mal, da hat man eine Aufgabe, die Aufgabe für die nächsten Monate und das kann man in den nächsten Jahren machen. Weil das ist schon schwierig, weil der Giersch natürlich auch zwischen den Stauden wächst oder zwischen Pflanzen, die ich natürlich auch behalten möchte. Wenn ich natürlich Flächen habe, wo nichts wächst, wo nur Giersch wächst, decke ich die einfach mit Zeitungspapier ab oder hole mir eine Plane und decke die einfach ab, lasse dann ja keine Sonne dran und dann geht er auch tot. Aber sonst wird es schon schwierig. Also dann mache ich einen Salat draus. Genau. Also Herr Kronewitz, Sie haben auf jeden Fall einiges zu tun jetzt in der nächsten Zeit mit dem Giersch. Und wir kümmern uns jetzt mal um die Havel. Die gilt ja sozusagen als das blaue Band, das alle Buga-Standorte miteinander verbindet. Aber so blau ist die gar nicht. Die wurde ja in den letzten 100 Jahren sehr häufig ausgebaut, richtig groß zur Wasserstraße. Und das hat dem ökologischen Gleichgewicht sehr geschadet. Über 1000 Pflanzen und Tierarten sind da vom Aussterben bedroht. Und ja, dem wird jetzt zum Glück Abhilfe geschaffen.
Bei trübem Wetter verblasst die Schönheit der einzigartigen Flusslandschaft. An solchen Tagen trifft man hier kaum jemanden. Nur Leute, die mit der Havel verbunden sind, wie Fischer Persig aus Havelberg oder Rocco Buchter vom Naturschutzbund. Sie machen sich schon lange Gedanken, wie es mit dem Fluss weitergeht. Ja, die Verwallung an der Havel, die kommt auch weg, sodass im Frühjahr mehr Wasser hier durchzieht. Ja. Der Fischer ist dankbar für das Engagement von Rocco Buchter, der sich um die untere Havelniederung kümmert. Schon zu DDR-Zeiten begann er hier mit Renaturierungsmaßnahmen. Ich bin in Premnitz aufgewachsen, direkt an der Havel. Und die Havel war schon immer meine Leidenschaft. Und als dann in den 1970er Jahren stark ausgebaut wurde für die Transitschifffahrt, da hatte ich natürlich Wehmut. Und ich habe meinem Großvater auch als kleiner Junge versprochen, dass ich das wieder in Ordnung bringe. In der Premnitzer Gegend zeigt sich die Havel noch als ausgebaute Wasserstraße. Die Ufer sind mit Steinen ausgelegt, um sie vor den Wellen der Frachtschiffe zu schützen. Sogenannte Dachwerke, die kilometerlang die Havel säumen. Bis in die 90er Jahre wurden auf dem Fluss ca. 9 Millionen Tonnen Güter jährlich transportiert. Auf einer Länge von 29 Kilometern sollen diese Schutzwellen nun verschwinden. Wichtige Arten, die hier vorkommen, wie Großmuscheln zum Beispiel, aber auch viele Fischarten, die brauchen den Sand, die brauchen die Wasserpflanzen. Und um diese natürlichen Lebensräume wieder zurückzuholen, müssen wir diese Deckwerke auf einigen Strecken zurückbauen. Nach der Wende wollte man zunächst noch mehr Schifffahrt, doch Umweltschützer konnten das zum Teil verhindern. Die untere Havelniederung ist eines der größten Feuchtgebiete Europas. Hier dürfen nun seit gut 20 Jahren nur noch kleinere Boote verkehren. Zwischen Pritzerbe und Havelberg wird der Fluss nun renaturiert. Die Gesamtfläche umfasst ca. 19.000 Hektar. Dazu gehört vor allem, die vielen natürlichen Flutrinnen auf den Wiesen wieder mit dem Fluss zu verbinden. Sie haben bei Hochwasser die Landschaft in viele, viele Inseln geteilt, die umströmt waren. Vögel, die dort brüteten, die waren sicher vor Raubwild. Und in diesen Rinnen haben die Fische natürlich wunderbar warmes, sauerstoffreiches Wasser vorgefunden. Die haben da geleicht. Wasserflöhe kamen aus diesen Flutrinnen und sind in die Havel zurückgespült worden mit dem ablaufenden Hochwasser. Das war ein Fluss, der war glasklar. Der hat geschwebt voller Wasserflöhe und der war voll mit Fischen. Nach derzeitigen Planungen soll die Renaturierung in 6 Jahren abgeschlossen sein. Dazu gehört dann auch, neue Überflutungsflächen anzulegen und Auenwälder zu pflanzen. Mehr als 24 Millionen Euro wird das gesamte Projekt kosten. Was man in Deutschland fast überhaupt nicht macht, ist große Flüsse renaturieren. Und die Havel ist der erste große Fluss überhaupt, an den man sich heranwagt. Und hier wollen wir zeigen, dass man das mit großen Flüssen auch machen kann und nicht nur mit so kleinen Bächen. In der Bugastadt Havelberg kann sich der Besucher im Haus der Flüsse über das größte Flussrenaturierungsprojekt in Europa informieren. Davor die sogenannte Petroleuminsel. Im Zuge der Renaturierung ist sie wieder neu entstanden. Zur Sicherung der Ufer, aber letztendlich, weil es zu einem natürlichen Flusslauf dazugehört, ist jetzt hier ein Uferwald angepflanzt worden. So wird die Havel nun wirklich zu einem blauen Band. Und bei schönem Wetter sieht das dann alles noch viel besser aus. Ja, allerdings. Das war es an dieser Stelle von uns. Wir melden uns nachher natürlich noch mal mit weiteren Fragen an unseren Pflanzendoktor. Und vielleicht hat er ja auch noch eine Frage. Sagt nicht viel. Okay. Ihr schweigt lieber. Danke, Susanne. Er ist für mich einer der Helden dieser Sendung. Pflanzendoktor René Waders. Seine Sprechstunde heute bei ZIP ist gut gefüllt. Noch immer trudeln hier jede Menge Fragen ein, die wir gleich wieder in Premnitz auf der Buga beantworten wollen. Und immer an der Seite des Doktors die charmanteste aller Praxishelferinnen, Susanne. Kannst du eigentlich jetzt schon selbst erste Hilfe leisten? Naja, also ich konnte mir gerade mal so merken, dass man Blattläuse mit Speiseöl wegkriegt, aber das war es dann auch schon. Dafür lerne ich im Moment gerade immer noch dazu, zum Beispiel, wie man Weidenwasser herstellt. Wozu? Um genau. Alles in der Welt. Weidenwasser, ganz einfach. Acetylsalicylsäure, schon mal was davon gehört? Im Chemieunterricht. Aspirin. Das ist ganz einfach. Und das ist hier drin. Das heißt, wenn ich mal Kopfschmerzen habe, kann ich hier drauf beißen. Dann ist es gut, gehen die Kopfschmerzen weg. Aber was ich damit machen möchte, ist eigentlich, ich möchte, dass meine Pflanzen besser wachsen und besser bewurzeln. Hier ist nämlich ein Bewurzelungshormon drin und sorgt dafür, dass meine Pflanzen, die so ein bisschen kläglich sind und nicht sich richtig entwickeln wollen, die machen dadurch bessere Wurzeln. Das heißt also, ich mache die Rinde ab, schneide hier schön die Hölzer klein. Dann nehme ich einfach ein bisschen Wasser. Hier habe ich schon mal ein bisschen Havelwasser. Ja, und dann schmeiße ich das hier alles rein.
Ja, das bleibt dann hier drin, das lasse ich 24 Stunden da drin und dann gieße ich damit meine Pflanzen. Das mache ich natürlich ein bisschen größer, ich mache mir eine große Tonne, ja, ganz wichtig, ja, Weide und Weidenwasser und dann wurzeln die gut. Toller Tipp und wir haben auch noch natürlich ganz viele Fragen über Facebook, die haben uns erreicht. Zum Beispiel fragt Buntspecht, die Tomatensaison ist bei mir ganz aktuell auf dem Balkon. Wie kann ich die Braunfäule verhindern? Also ganz wichtig, wenn ich Braunfäule verhindern will, muss ich vorbeugend was tun. Zum Beispiel gibt es da, zum Beispiel hier, er sieht ein bisschen kläglich aus, weil ich ihn gerade ausgebuddelt habe heute Morgen, der Ackerschachtelhalm. Ja, hier sind Inhaltsstoffe drin, die ich, die der Tomate gut tut und die Tomate von innen stärkt. Die Zellen stärkt und dann ist sie weniger anfällig. Wenn man sowas nicht hat, ja, kann man sowas natürlich auch käuflich erwerben. Also Ackerschachtelhalm kann man auch als Granulat oder als Pulver kaufen. Dann wird das angesetzt und dann gieße ich damit regelmäßig meine Tomate und das funktioniert ganz gut. Okay, Opa Bernd hat auch noch eine Frage. Er schreibt, hallo, bei meinem Nektarinenbaum kräuseln sich ein Teil der Blätter und verfärben sich. Was kann das sein und was kann ich da machen? Liebe Grüße. Opa Bernd. Ja, da kann ich nur zu sagen, das ist die Kräuselkrankheit an dem Pfirsich. Das ist eine schwierige Sache. Das heißt also, wenn ich das behandeln möchte, dann muss ich das frühzeitig machen. Das heißt bei Knospen schwellen. Und Knospen schwellen ist manchmal schon im zeitigen im Januar, Februar kann das schon sein. Dann muss ich eigentlich diesen Pfirsich spritzen. Wenn ich das nicht möchte, muss ich mich jetzt ranmachen, an diesem Pfirsich alle gekräuselten Blätter entfernen. Und bis zum zweiten, der zweite Austrieb bleibt dann gesund. Ja, das heißt, bis Johanni gibt es noch einen zweiten Blattaustrieb und der bleibt dann gesund. Und sonst muss ich es wirklich frühzeitig machen, frühzeitig spritzen. Einmal bei Knospenschwellen, dann, wenn die Blätter da sind. Und dann funktioniert das auch. Und dann kriege ich den eigentlich auch relativ gut sauber. Eine Frage schaffen wir wahrscheinlich noch. Ronald Förster möchte wissen, hallo lieber Herr Waders, wir haben mit unseren Rosen Probleme. Die Blätter haben Fraßspuren von kleinen grünen Raupen. Was können wir tun? Ja, das könnte die Rosenwespe sein. Das ist so eine Wespe, also sind so kleine Raupen, die da dran sind. Und die fressen diese Blätter dann ab. Das könnte auch eine Blattrollwespe sein, die auch dann diese Blätter abfrisst. Also da muss man halt gucken. Auch da könnte ich dann zum Beispiel mit einem Reinfadensud was machen. Ich könnte was mit einem Neemöl machen. Also auch das mit einem Neemprodukt, auch die könnte ich damit behandeln. Dann kriege ich das auch in den Griff. Und wo wir schon so gut dabei sind, eine schaffen wir noch. Jutta Franke Greim fragt, wie ist das bei Taglilien? Verdorrte Blüten und die Pflanze bekommt gelbe Blätter. Also hier muss man auch ein bisschen gucken. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also hier gibt es natürlich so einen Lilienkäfer, der da sein Unwesen treiben könnte, der die Blüten abfrisst und dann knicken die Blüten weg. Das wäre eine Möglichkeit. Der frisst auch die Blätter ab. Vielleicht liegt es aber einfach nur am Nährstoffmangel. Das ist oft so, dass man einfach mal ein bisschen düngt, weil sie Hunger haben. Ja. Okay, dann ist die Botschaft hoffentlich angekommen. Manchmal ist es ganz einfach. Ja. Vielen herzlichen Dank, René Waders, dass Sie uns so fleißig hier unsere Fragen beantwortet haben. Wir sind wirklich voll mit Fragen über Facebook, E-Mail, alles, was uns erreicht hat, beantwortet René Waders natürlich noch nach der Sendung für Sie. Also keine Sorgen, keine Frage bleibt unbeantwortet. Und für Sie noch kurz ein Tipp zum Schluss, wenn Sie herkommen wollen, zur Buga. Mit dem Auto anderthalb Stunden von Berlin, Bahn haben wir vorhin gehört, geht auch ganz gut. Oder Sie greifen eben auf das Buga-Bike zurück, auch eine Möglichkeit. Alle Informationen zusammengefasst, wie Sie herkommen, wann, womit und wie, das haben wir für Sie im Internet zusammengefasst. Vielen herzlichen Dank, René Waders. Das war's leider von ihm. Tschüss. Wir haben keine Zeit. Ja, tschüss. Fleißiger Mann heute. Tolle Geschichte in Premnitz. Danke. Die beeindruckenden Fotos werden sich auch jeden Tag auf der Buga geschossen. Bei der Kulisse kein Wunder. Heute waren wir den ganzen Tag gemeinsam mit Susanne in Premnitz. Morgen zieht der Buga-Tross weiter. Wohin geht's denn, Susanne? Ja, und zwar sind wir morgen in Rathenow und da geht es dann unter anderem um Trends und Neuheiten für Balkon und Gärten. Wird sicher sehr interessant. Da ist dann Angela für Sie vor Ort. Ich sage an dieser Stelle Tschüss aus Premnitz. Machen Sie es gut. Feierabend. Ach. Schön. Danke. Also Angela morgen in Rathenow.